Setzen wir uns Mickey Mäuse auf heute. Oder wir könnten es auch so machen wie der Ding. Wie der eine bei Star Trek. Dann aber, wenn wir schon beim Verkleiden sind, also ich sag das jetzt mal nochmal einmal an die Zuschauer. Ja, das finde ich eine Aufgabe. Wir wollten uns eigentlich verkleiden. Ja, also stellt euch uns vor mit Augenklappe, mit diesem dreieckigen Hut, den Piraten haben. Ja, und stellt euch uns vor mit einem, also vor allem den Mädchen, ich sehe den Mädchen sehr mit Papagei auf der Schulter. Ja, ich glaube, er würde dir sehr gut stehen. Und ich finde auch, es wäre halt, glaube ich, auch eine richtig geile Sache, wenn so ein Papagei hübschen Mädels hinterher pfeifen würde oder noch besser, irgendwelche dreckige Sprüche ihnen hinterher schreien würde. Es wäre nämlich der perfekte Opener aus meiner Sicht. Also wenn wir mal Freibeuter werden sollten, dann sollten wir anfangen mit damit unsere Papageien zu dressieren. Ich würde auf jeden Fall so diese Rolle verkörpern von dem Vater von Jack Sparrow, der den Teil auftritt. Da sehe ich dich drin. Mit dieser Piratenrunde da. Ja, zum ersten Mal, wo du den Vater von Jack Sparrow kennenlernst. Ja. Das wäre so meine Rolle, denke ich. Also der Cutter, der Marc, der soll auf jeden Fall einen richtig geilen Freibeuter-Thumbnail machen, ja. Okay. Ja, weil wir wollen nämlich ein Statement setzen, weil wir wollen nämlich den Johnny Depp zurück in Fluch der Karibik. Das wäre auf jeden Fall eine super Sache. Ich war ganz entsetzt darüber, als ich erfahren habe, dass die Rolle jetzt eine Frau spielen wird. Eine Frau? Habe ich mitgekriegt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Boah. Mir ist es so zugetragen worden, dass da scheinbar Fluch der Karibik jetzt ein weiterer Teil gedreht werden soll, diesmal mit einer Frau als Piratin als Hauptrolle. Naja, fangen wir an, oder? Ja, wir fangen an, auf jeden Fall. Ganz herzlich willkommen wieder hier auf dem Marcel Herzog-Kanal. Mein Name ist Marcel Herzog, ich bin Autoflirt und Kommunikationscoach. Herzlich willkommen bei F&MTV. Mein Name ist Metin Sen, ich bin Dating- und Beziehungscoach aus dem schönen Augsburg. Und wer mich kennt, der kennt auch mein... Ja, legen wir los. Amber ist doch Bernstein, oder? Amber Heard und Johnny Depp. Ja. Ich weiß nicht, willst du anfangen? Ja, ich kann mal anfangen. Ganz kurze Zusammenfassung. Ich hoffe, es bleibt kurz, weil da passiert in Hollywood gerade die absolut krankeste Schlammschlacht seit langem. Ja, wir dachten ja, dass mit Will Smith, wo wir auch schon mal hier uns als Carla Kolumna engagiert haben, wir blenden es ein. Link oben bei mir und Marcel in der Infobox oder in der Videobeschreibung oder zum Ende des Videos hängt es euch bei uns zumindest, ist der Jörgchen mit dran, bei dir ist es der Marc. Gell? Viele liebe Grüße und Dankeschön auch an den Marc, an die Jungs von dem Team dahinter etc. pp. Entschuldigung, ihr habt die unterbrochen. Ja. Wir blenden es auf jeden Fall ein, danke an Marc. Ja, also da haben wir schon gedacht, dass das eine heftige Schlammschlacht wird. Jetzt finden wir uns quasi in der nächsten Schlammschlacht, wo wir auf jeden Fall auch unseren Senf dazu geben müssen. Amber Heard und Johnny Depp. 15 Monate Ehe, 2015 bis 2016, danach Scheidung. Das Ganze ging relativ geräuschlos über die Bühne. Da hat man damals eigentlich nicht viel mitbekommen. Dann gab es ja diesen Artikel, also es gab wohl auch einen Vertrag, wo sie dann gesagt haben, hier, es wird nicht schlecht, nicht keine dreckige Wäsche über den anderen gewaschen. Ich glaube, so sagt man das ja. Ja, und dann kam der Sun, da hat erstmal, glaube ich, die Amber Heard einen Artikel veröffentlicht, wo sie von häuslicher Gewalt zu dieser Zeit gesprochen hat, hat aber nicht den Johnny Depp explizit erwähnt, aber jeder konnte sich das denken. Dann hat die Sun, glaube ich, diesen Artikel über den Johnny Depp rausgebracht, wo sie ihn als Frauenschläger bezeichnet haben. Und dann war es ja so, dass dann Johnny Depp die Klage eingereicht hat und dann kam die Amber Heard mit Abweisung und Gegenklage. Und seitdem geht es hier richtig hart zur Sache. Ergänz mich gern. Ähnlich ein Ding war ich auch. Also bei mir ist es ganz ähnlich. Ich hab mich da auch ein bisschen reinrecherchiert und so weiter. Und ja, und warf halt da dem Mann hier halt häusliche Gewalt vor 15 Monate Ehe etc. pp. Also da kann ich im Grunde genommen nichts weiter dazu ergänzen, als wie das, was du da schon gesagt hast.
Der später dann hier in dem Verfahren, also Gewalt während der Ehe oder gerade in diesem Bereich Beziehung gegenüber Johnny Depp, ist ja nach seiner Aussage, der hat der unter Eid hat da ja abgestritten, dass er die Frau da jemals verprügelt hat. Ich persönlich glaube ihm das auf jeden Fall auch. Ich habe da auch dieses Video von ihm mal gesehen. Na, ist das gut, ich kann jetzt wenig über die Persönlichkeit von Johnny Depp sagen. Ich will mir das auch nicht urteilen, aber ich habe dieses Video auch von ihm gesehen, das war noch nicht mal von ihm. Da, der war da in so einem Krebskrankenhaus, zwar der hat da Kinder und Leute, hat er da Besuch. Habe ich auch mal gesehen, ja. Das hat dieses Krankenhaus hochgeladen, die haben die Videoaufnahmen von den Leuten zugekriegt. Weißt du, das sind so Sachen, wie er da aufgetreten ist, wie er da war, was er da gesagt hat. Passt irgendwie nicht so ins Bild. Ja, okay, da kann man jetzt sagen, ja, der Typ ist ein Schauspieler, das ist Amber Hart, aber übrigens auch. Und ja. Zwar eine sehr gute. Also das ist so eine Sache. Weißt du, Hart soll, da habe ich was gelesen von ihr, Hart soll laut Zeugen aussagen, Depp eine Zigarette ins Gesicht, im Gesicht ausgedrückt haben, eine Wodkaflasche nach ihm geworfen haben. Ich meine, das sind ja Zeugenaussagen gewesen. Fingerkuppe wurden hier da praktisch abgetrennt, also in sein Bett reingeschissen und lauter solche Scherze. Also, ich weiß nicht, das sind so Geschichten. Also, ich meine, ich würde gerne, wenn wir nicht so weiter darüber referieren, wenn das Video einfach abkürzen, zu sagen, die Frau ist einfach nur geisteskrank. Geisteskrank. Ich breche mal. Wir haben ja hier noch einen weiteren wichtigen Term bei der Geschichte, nämlich diese himmelschreiende Ungerechtigkeit, die hier passiert. Aber bitte, du wolltest was dazu sagen. Ja, ich wollte nur ganz kurz einmal die Lanze für die Amber brechen. Bitte. damit es nicht so einseitig wird. Ja. Lass mich die Cola dabei genießen. Genieß die Cola dabei. Ja. Denk aber nicht an das, was da im Bett passiert ist. Also was man ja sagen muss, der Johnny Depp ist natürlich auch schlechte Kindheit, Drogenkonsum. Ich glaube, das ist ja alles, streitet ja keiner ab. Mit Sicherheit ist dieser Mann auch, was Beziehungen betrifft, wirklich sehr vorbelastet und hat mit Sicherheit auch mit seinen ganzen psychischen Problemen zu kämpfen. Also mit absoluter Sicherheit haben wir hier auch einige Themen, die hier beim Johnny Depp nicht ganz korrekt sind. Aber die Tatsache mit der zu Himmel schreienden Ungerechtigkeit, also da kann ich ja nur 100% das unterstreichen. Ja, er wird im Prinzip rausgekickt bei einem Film nach dem anderen. Er wird in den sozialen Medien gelyncht. Ja, während die Amber Hart im Prinzip, ich habe mal auf die Wikipedia-Seite bei ihr drauf geguckt, die wurde ja noch nominiert für diverse Auszeichnungen. Ja, und das ist natürlich schon echt eine heftige Geschichte, wenn man sich das überlegt. Außerdem hat sie jetzt, glaube ich, der neueste Skandal ist, dass sie behauptet hat, er hat sie mit einer Flasche vergewaltigt. Und da frage ich mich dann halt ganz ehrlich, wir haben 6 Jahre später, ja, nachdem diese ganzen Dinge jetzt auf den Tisch kommen. Und ich frage mich halt, warum erst jetzt? Warum erst 6 Jahre später? Und das ist ja eines der Highlights, was sie ja quasi hier anzuführen hat als Vorwürfe gegen ihn. Er hat ja wirklich viele andere Dinge mit der Fingerkuppe und mit den Wodkaflaschen. Und vor allem ein Punkt auch noch, den ich auch erst entdeckt habe nach etwas Recherche. Wundert mich auch, dass da sehr wenig Medien darüber berichten. Die Amber Hart wurde ja anscheinend schon einmal wegen häuslicher Gewalt verhaftet. Wusstest du das? Das ist es. Ja, weil wär's, du wusstest das. Aber das ist ja genau das bei den Medien. Ich habe das, als wir zum ersten Mal darüber gesprochen haben, Marcel, hier dieses Video zu drehen, da habe ich mich am selben Nachmittag noch hingesetzt und habe da ein bisschen bei Google rumgeschaut, weil ich schaue ja keine Nachricht, ich schaue ja kein Fernsehen. Medien lügen, die lügen ohne Ende. Deswegen würde ich nie auf die Idee kommen, die sagen, hey, ich bin der Sat1-Coach, ich bin der ORF-Coach, das ist Blue Pill-Coach. Und ich habe da
Ich habe da mal geschaut und da ist, schien es um den gegangen, was da die MA da gemacht hat hier. Wie gesagt, da habe ich das hier auch her, dass sie nach dem Mann mit einer Flasche hier nach dem geschmissen hat, Zigarette in dem sein Gesicht auszutragen, lauter diese schlimmen Sachen, die sie da gemacht hat. Und da geht es natürlich auch hier, ist es auch vor euch auch gegangen, um Johnny Depps Persönlichkeit halt hier auch, Kinder, da gibt es ja irgendwelche Analytiker, die was dazu sagen. Ja, mei, da hat er halt das Kind aber Watschen gekriegt. Das habe ich auch gekriegt. Fotzen habe ich als Kind genauso gekriegt. Deswegen ist trotzdem was aus mir geworden. Und ich weiß nicht, wenn man bei Hollywood-Stars von psychischen Problemen redet, also ich traue mal wetten, dass ein arbeitsloser Jugendlicher hier in Deutschland weitaus größere psychische Probleme hat, als wie einer, dessen Problem es ist, ja, soll ich mir jetzt vielleicht diesen neuen 911er Porsche kaufen oder doch lieber den Ferrari? Das ist, ich meine, also man muss ja die Dimensionen dieser psychischen Probleme vielleicht da mal auch auf diese jeweilige Person hier da und bei der Analyse da berücksichtigen. Aber jetzt ist es kurioserweise so, wenn man jetzt hier so eine Nachrecherche betreibt, ich glaube, 2 Wochen später sitzen wir beide zusammen und sagen, du, pass auf, lass uns morgen das Video drehen und guck dann nochmal ins Internet rein, da ist das weg. Es sieht aus, als ob Google den kompletten Mantel ausgetauscht hätte. Du siehst nur noch, was Amber Heard Johnny Depp vorwirft, was er nicht alles gemacht hat, wie schlimm er doch gewesen ist und so weiter. Das wird medienmächtig so gelenkt halt dann praktisch. Es ist eine Medienlandschaft gestützt durch das Femi-Imperativ. Das ist das so. Also heute war es definitiv so. Ich habe heute reingeguckt, weil ich nochmal ganz aktuell einfach mal schauen wollte, weil gestern war ja ein Verhandlungstag und da wollte ich, und da kam halt genau das, also Bildzeitung, Gala, die ganze imperialistische Armee, ja, der dunklen Seite, hat im Prinzip hier diese Vergewaltigungsgeschichte nochmal aufgerollt. Und hat auch wirklich, also teilweise waren dann da auch Bilder, wo dann gezeigt wurde, hier sind alles Frauen von Johnny Depp, die im Gerichtssaal sitzen, alles Frauen, die ihn quasi auch unterstützen. Und man hat halt immer wieder versucht, die Amber Heard hier als großes Opfer zu stilisieren. Ja, und es ist halt genau das Gleiche, was ja auch wir jetzt schon gesehen haben, schon mehrfach auch in den Medien beobachtet haben, wenn es um Kachelmann geht, wenn es um Luke Mockridge geht und so weiter. Auch Gina Lisa hat der zum Beispiel auch Vergewaltigungsvorwürfe gegenüber einem Typ da rausgehauen, wo aber dann auch als falsch sich erwiesen haben nach dem Gerichtsspruch, soweit ich das zumindest mitbekommen habe. Weiß nicht, ob es da jetzt noch neuere Dinge gibt. Aber das ist natürlich eine Atomwaffe, die hier den Frauen in die Hand gegeben wird. Ja, man kann im Prinzip ohne jedes Gerichtsurteil die Karriere und das Leben eines Mannes hier komplett zerstören. Während, wenn du jetzt sagen würdest, vor Gericht, ich wurde jetzt hier geschlagen, mit mir, da wurden Wodkaflaschen nach mir geworfen, ich wurde, keine Ahnung, misshandelt in irgendeiner Art und Weise, dann würden die Polizei dich wahrscheinlich an Ort und Stelle auslachen. Ja? Das passiert auch. Das passiert auch, ja, da bin ich mir sehr sicher. Ja. Ich hab mich schon mit Männern unterhalten, die von ihren Frauen geschlagen worden sind. Auch. Ja. Das passiert auch. Ja. Das passiert auch. Ja, und ich muss auch. Wenn du als Mann zur Polizei gehst, da wird die ganze Zeit von dieser Gleichberechtigung geredet. Aber umgesetzt wird sie überhaupt nicht. Es ist sehr wenig. Bis in so einem Fall sowieso nicht. Ja. Wenn du zu einer Frau hingehst und da einmal machst hier, dann ist es auf einmal der Teufel los. Ja, und wir sehen ja auch gerade, wenn halt solche psychische Vorbelastungen, wie jetzt hier die Psychologin hat ja in dem Gerichtsverfahren auch hier der Amber Curry, gell? Ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, aber hier hieß es ja bipolare Störung und was war das zweite? Borderline Persönlichkeitsstörung und histrionische. Hat sie festgestellt hier bei ihr. Genau. Sind sie hier in diesem Gericht bei Fairfax im Weststaat Virginia, wo sie hier als Rechtspsychologin hier auch tätig ist. Hier hat sie das hier bestätigt. Und dass die Frau hier ganz einfach ihre Borderline-Persönlichkeitsstörung, histrionische Persönlichkeitsstörung hier da hat. So wie ich das ja verstanden habe, ist es ja ein wieder aufgerollter Prozess sozusagen. Ja. Aber da weißt du ja wahrscheinlich mehr darüber. Ja, also
Ich weiß halt nur, also ich bin ja weder Psychologe, noch habe ich da jetzt die medizinischen Background, um das hundertprozentig beurteilen zu können. Aber ich kann halt von verschiedenen Teilnehmern in meinem Coaching sprechen, die mit Borderliner-Frauen schon verheiratet oder längere Zeit zusammen waren. Und wenn man sich das so anhört, es ist halt einfach kein schönes Leben, das man da hat. Diese Frauen sind, also in meinem Coaching wurde der Mann schon mit einem Messer angegriffen, ja, und lauter so Dinge, ja. Also es wird halt, und man sieht es ja zum Beispiel auch in der Statistik und in verschiedenen Studien, dass Frauen auch das gleiche Aggressivitätspotenzial haben wie Männer, aber es halt anders ausspielen, ja, meistens etwas verdeckter, meistens versuchen sie dann über dadurch, dass sie halt ja, hier ausschließen, Sticheleien, Provokation, ja. Das ist halt eher verbal ausleben als Männer, die das dann eher offen körperlich aggressiv ausleben. Mhm. Aber man darf das ja nicht vergessen, dass es ja trotzdem ganz heftig ausgehen kann, wenn eine Frau versucht, verbal immer wieder einen Mann anzugehen, anzugreifen. Ja, natürlich explodiert man dann auch irgendwann an einem gewissen Punkt. Und ich, also jetzt mein Eindruck ist, dass gerade mit dieser Borderline-Persönlichkeitsstörung genau so die Aggressivität dann auch zustande kommt, dass es halt immer wieder sich gepusht wird, auch von der Frau, sich das Ganze dann hochschaukelt und dann halt irgendwie eskaliert in einer häuslichen Gewaltorgie. Ja, und mir scheint es schon sehr so auch in dem Fall zu sein, dass hier halt das ganze Pulverfass häufig explodiert ist, gerade auch deswegen. Komplett. Ich habe da auch anderen, ich habe dazu andere Artikel und Berichte darüber gelesen, ebenfalls, weil ich habe auch den Background von dieser Shannon Curry da mal ein bisschen ausgeleuchtet. Ja. Und sie hat ja selber hier, die ist ja auch hier unter anderem im Zeitverfahren hier von Depp, seinen Anwälten hier, beauftragt worden, hier ein weiteres Gutachten da zu erstellen. Und sie hat dazu halt Gesundheitsakten, Audioaufnahmen und alles Mögliche geprüft und hat sie auch selber hier, wir haben ja das in unserem Narzissmus-Video, ich blende es mal hier gerne für euch ein, da haben wir auch gesagt, dass die weicht hier von diesen Narzissmus-Diagnosen ab, weil heutzutage ist ja angeblich jeder ein Narzisst, das haben wir in diesem Video festgestellt, dass absoluter Blödsinn ist, das Machiavellisten. Und die weicht hier komplett von diesen Ferndiagnosen hier ab. Sie trifft sich sogar hier zweimal mit dieser Schauspielerin hier für Testgespräche und so weiter. Und ihrer Einschätzung nach, da neigt ja diese Hart ja hier dazu, zu dieser emotionalen Instabilität und zu diesen plötzlichen Wutausbrüchen hier, die ja auch mit Gewalt hier einhergehen können, was wir ja hier aus unserer beruflichen Erfahrung mit Klienten jetzt bei deinem Coaching hier für Männer oder bei mir im Way of Man Programm natürlich hier immer wieder mal zur Sprache ganz hervorkommt. Das Schlimme ist auch, dass du als Mann heutzutage immer wieder Angst haben musst, hier in Situationen mit einer Frau aneinander zu geraten, die braucht ja nur etwas sagen, etwas, was ja noch nicht einmal stimmt. Die muss das nicht großartig nachweisen. Du musst nachweisen, dass es nicht so passiert ist. Ja. Dazu sage ich aber, ich werde in der neuen Playlist, da habe ich lange Zeit überlegt, inwieweit ich mich mal durchringen sollte. Das ist aber jetzt, ich habe dazu eine Entscheidung gefällt. Ich blende diese Playlist ja auch mal gerne für euch ein. Zeitgeist 21, also ich werde dort zu diesem Thema Man 2 ein Video abdrehen. Man 2 ist ja Bewegung, die aufgrund, weil diese Feminismuswellen da, jetzt sind wir bei der vierten, die schadet den Frauen ja auch. Und durch diese MeToo-Bewegung, die aus dieser Feminismuswelle heraus ist, ist ja jetzt mittlerweile hier eine so eine Hashtag-MeToo-Bewegung jetzt hier am Kommen, die eben solche Geschichten hier mit Johnny Depp ganz verurteilt, wenn man hier unschuldig als Mann hier angeklagt, hier betroffen wird. Das ist, da hast du kaum einen Rückhalt in der Gesellschaft und das muss ganz einfach aufhören. Deswegen möchte ich mit diesem MeToo-Video auch ein Zeichen da setzen, dass da die Männer mal wieder mehr zusammenrücken und da mal ein bisschen Zusammenhalt da ist. Vor allem auch Frauen. Also, weil das ist ja auch nichts, was nur Männer angeht, sondern es ist ja auch ein Thema, was Frauen auch angeht. Ja, klar. Es sind ja ihre Väter, ihre Brüder, ihre Freunde. Natürlich, ihre Partner. Natürlich. Es ist eigentlich ein Projekt, wenn ich das so sagen darf, vom gesunden Menschenverstand. Weil man muss wegkommen von diesem, ich verurteile, also die Gerichtssäle müssen Urteile entscheiden.
Und es kann nicht sein, dass irgendwelche Cancel Cultures in Internet, in Twitter, Männer oder natürlich auch Frauen, das ist ja völlig egal. Ich meine, die Amber Heard, die kriegt jetzt natürlich auch einen Shitstorm ab über die Change.org-Petition, wo mittlerweile 4 Millionen Leute unterschrieben haben, dass sie aus Aquaman rausgeworfen werden soll. Wo ist zwar immer noch nicht passiert, ja, aber das wäre vielleicht eine positive Petition. Aber am Ende sollte solche Entscheidungen erst danach getroffen werden, wenn ein Gericht geurteilt hat, dass hier eine Schuld vorliegt. Und dann bin ich sehr dafür, dass die Strafen auch sehr hoch sind und dass auch wirklich, wenn das nachgewiesen und bewiesen wurde, dass jemand Scheiße gebaut hat, dass er dann auch wirklich weggesperrt wird für eine gute Zeit. Ja, da bin ich sehr dafür. Aber es kann halt nicht sein, dass man schon sich vorher erstmal direkt, oh, da ist das Opfer, da ist der Täter, und dann wird erstmal alles, wird erstmal die Karriere zerstört, weil hinterher ist es nie wieder so schnell aufgebaut, wie wenn sie dann zerstört wird. Also es ist ja wirklich so diese Fackel- und Mistgabeljagd durchs digitale Dorf, und es kann einfach nicht sein. Das ist so, ja, das stimmt, aber du, Marcel, es ist auch so, du brauchst dich heutzutage auch nicht mehr auf ein Gericht zu verlassen. Ich habe, just jetzt diesen Fall mit einem guten Freund auch von mir, Florian, der macht gerade seine Sorgerechtsstreitigkeiten hier auch durch. Und das ist eine ganz, ganz schlimme Geschichte auch. Er hat selber erzählt, er saß mit seiner Anwältin vor Gericht. Er hat sich explizit sogar speziell für eine Frau als Anwalt hier entschieden, weil er im Vorfeld schon die Ahnung hatte, dass wenn ein Mann ihn vertritt gegen seine Frau, da hast du von Haus aus schlechtere Karten. Das musst du mal vorstellen. Bei uns in Deutschland vor Gericht, dann war da die Dame vom Jugendamt, da war da seine Ex und da war da die Richterin. Und er ist überhaupt nicht zum Zug gekommen, ihr zu erklären wegen dem Sorgerecht an seiner Tochter. Und jetzt kommt's. Die Argumentation, da werde ich mit dem Thiele Klaus mal ein Video auch noch dazu drehen. Die Argumentation war bei diesem Gericht, weil er ein Mann ist und weil er noch dazu Afghanistan-Veteran ist. Allein deswegen geht eine potenzielle Gefahr von ihm aus. Das muss da mal auf der Zunge zergehen lassen, so etwas. Und das Gericht hat seinen Antrag abgelehnt. Und er hat selber beschrieben, dass das war so eine richtige Schwesternschaft da. Und seine Anwältin saß da, der andere Typ vom Jugendamt, der wurde noch nicht einmal gehört. Er wurde noch nicht einmal gehört, der sagt, hey, die Mutter hat Probleme, die Mutter nimmt Drogen, die Mutter hat das. Er wurde noch nicht einmal angehört, das hat die gar nicht interessiert. Ja. So sieht teilweise die Praxis der deutschen Rechtsprechung aus. Das ist ja das ganze Problem an der Sache. Ja. Das ist ja diese himmelschreiende Ungerechtigkeit. Genauso wie Google hier seinen Mantel ausgetauscht hat. Jetzt geht es darum, Verständnis mit dieser Amber Heard da aufzubringen. Da gibt es kein Verständnis mehr. Ja. Und das ist halt, dass dieser Mainstream, diese Lügenmaschinerie, muss ich schon sagen, so dermaßen immer auf Hochtouren gefahren wird. Wenn es um die Belange der eigenen Interessen, in dem Fall des Fördern und Stützen des Femi-Imperators geht, was der gesunden Frau von heute ja auch schaden wird. Weil im Endeffekt, da hast ja du, das Ziel des Femi-Imperativs ist ja genauso wie der, ist ja nichts anderes als Female Choice. Das Problem aus evolutionspsychologischer Sicht bedeutet Female Choice, den Untergang einer Kultur. Nichts aber was heißt das denn konkret? Männer werden immer mehr verweichlicht. Männer werden immer mehr dazu getrieben, nicht mehr Kinder zu bekommen, weil sie immer mehr Angst davor haben vor den ganzen Konsequenzen. Das heißt natürlich finanzieller Hinsicht ist er auch dann nie wieder zu sehen, weil die Mutter hier entsprechend die Kindtrennung dann auch durchsetzt aus irgendwelchen Gründen. Und das ist super unattraktiv für jeden Mann, sich da auf eine Frau einzulassen. Und dann hast du solche Bewegungen wie MeToo, Red Pill, natürlich auch zu einem gewissen Grad sehr wichtig, dass hier auch entsprechend mal richtig auch Dampf in den Kessel kommt und dass man da auch mal das Ganze aufdeckt, wie das teilweise auch läuft.
Aber natürlich ist es für die normal denkenden Frauen, natürlich sind es die eigentlich auch die Leidtragende an der Stelle, weil kein Bock mehr Mann hat, Bock mehr, kein Mann mehr Bock hat, hier dann auch überhaupt das ganze, die ganze Verpflichtungen einzugehen an der Stelle. Und das ist sehr, sehr schade. Das wird dann eine Konsequenz, die bleibende sein. Und das ist halt sehr, sehr schade. Und das spricht auch nicht im Sinne von Mutter Natur, weil schließlich geht es im Gesetz 2 ja immer um die Fortpflanzung und die Weitergabe der Sanität. Absolut. Menschen, die machen sich das Ganze einfach selber wahnsinnig schwer. Ja. Was ich sehr, bin, sehr schade ist. Ja, sehe ich ganz genauso wie du. Ich bin da auch für hundertprozentige Freiheit. Jeder soll so leben, wie er will. Und war schon immer kritisch, je mehr immer der Staat sich dann in das Privatleben der Menschen eingemischt hat hier. Ja. Aber vielleicht jetzt noch ganz kurz. Wir haben jetzt sehr viel zu Amber Heard gesagt, zu Johnny Depp. Wir haben den Fall beschrieben. Jetzt vielleicht so als Fazit. Bei mir, mein Eindruck ist es, dass hier definitiv zugunsten, also ich glaube, so wie du auch, eher Johnny Depp an der Stelle. Ich glaube, dass die Amber Heard Aggressor war. Ich habe mir mal 6 Punkte rausgeschrieben, warum ich eher Johnny Depp glaube, statt Amber Heard. Ja, ich versuche sie ganz schnell aufzuzählen. Nach der Scheidung hat sie als erstes, kam wohl eine Polizistin und hat, oder nicht nach der Scheidung, das war wohl an einem der letzten Tage vor der Scheidung, wo sie die Polizei gerufen hat und gesagt hat, sie wurde angegriffen, gab es Auswertungen der Bodycams, der Polizisten und sie haben ganz klar gesagt, hier haben sie nichts entdeckt, wo eben die Amber Heard als Opfer häuslicher Gewalt in irgendeiner Art und Weise darstellt. Punkt Nummer 2, Anschuldigungen im Artikel Washington Post. Warum kommt sie nach Jahren und stellt sich als Opfer häuslicher Gewalt dar, nachdem eigentlich auch ein Vertrag vorliegt, dass man gegenseitig schweigt? Wahrscheinlich ist ihre Karriere nicht so gut gelaufen. Ja, und da kennt man das von diversen toxischen Frauen, die dann irgendwelche Gewaltvorwürfe, irgendwas ausgraben, um wieder schön in die Medien zu kommen. Was außerdem natürlich auch perfekt zu der histrionischen Persönlichkeitsstörung passt. Ja. Punkt Nummer 3, Make-up der Marke Milani. Sie hat gemeint, ihre blauen Augen und blaue Flecken und sowas konnte sie nur wegschminken mit einem bestimmten Make-up. Ja, deswegen hat es niemand gesehen. Gewesen, ja. Ja, und diese Make-up-Marke, die in die Kamera gezeigt wurde, angeblich wurde erst 2017 veröffentlicht. Also passt es nicht zu dem Zeitraum von der Ehe. Ja, ich mache weiter. Ich versuche mich kurz zu halten. Johnny Depp war nicht gewalttätig, das hat auch seine Ex-Frau ausgesagt. Ja, das ist auch gekommen, ja. Und Amber Heard war gewalttätig, das hat ihre Ex-Frau oder Ex-Freundin ausgesagt, ja. Diese Ree oder wie die heißt, keine Ahnung, und wurde dementsprechend auch schon mal verhaftet, Amber Heard. Ja. Und die Telefon. Das taucht auch nicht in den Medien auf, gell? Das taucht auch nicht auf, das muss man auch recherchieren. Zufällig draufgestellt, dass die wegen der Verhaftung, wegen häuslicher Gewalt selber schon mal verhaftet worden ist. Krass, gell? Das ist doch krass. Also eigentlich müsste man doch tendenziell, wenn sowas passiert, sofort eigentlich dem, der die Vorstrafe hat. Also stell dir das mal vor, das ist doch pervers. Normal. Und der letzte. Bei einem Mann, dann wäre das bereit in den Medien. Natürlich, stell dir vor, der hat schon 3 Frauen verprügelt. Ja, dann würdest du doch nie auf die Idee kommen zu sagen, ja, die Frau hat es provoziert. Ja. Nein, du würdest dann immer also. Auf jeden Fall. Und der letzte Punkt, die Telefonaufzeichnung, wo sie ja quasi auch bestätigt hat, dass sie quasi angefangen hat mit der häuslichen Gewaltattacke. Von dem her, klar, man kann jetzt auch noch die abgetrennte Fingerkuppe und diese Zigaretten, die ausgedrückte Zigarette im Gesicht, das könnte man natürlich auch noch als Hinweis oder Beweis sehen an der Stelle. Aber am Ende muss es das Gericht entscheiden. Aber das sind auf jeden Fall die Punkte, wo ich sage, das hört sich für mich schon sehr danach an, dass die Amber Heard eigentlich das größere Problem ist in der Beziehung. So. Auf jeden Fall, ja. Das sehe ich ganz genauso. Also dem Schlussfazit, dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Wobei ich da schon so eine schöne Vorstellung hätte mit diesen Persönlichkeitsstörungen, Narzissmus, histrionisch, was auch immer. Das sind alles solche gesellschaftskulturellen Probleme, die wir hier haben.
Ich würde freuen, wenn ich mal irgendwann in der Zeitung mal lesen würde, dass die Amber Heard mit ihrem Privatjet über Saudi-Arabien abgestürzt ist. Irgendwo in der Wüste. Den Arabern, den Beduinen, den kann sie dann mal was von ihrer historischen Persönlichkeit sehen. Da bin ich mal gespannt, wie die da fehlen. Da klopft es ganz anders. Ja, ich glaube, in den Ländern läuft das noch ein bisschen anders, da läuft das ganz anders, was Frauenrechte und so weiter angeht. Dann läuft es, wobei man das jetzt auch nicht sagen sollte, was, also es ist ganz einfach da auch, da ist es halt im anderen Feld, das ist ganz einfach keine Gleichberechtigung im Ausland. Das ist es ganz einfach. Ja, aber das ist ja genau der Punkt, weißt du, Metin, es wird hier halt darum diskutiert, dass man vielleicht Hygieneartikel für Frauen irgendwie die Mehrwertsteuer erlässt oder dass man Frauen hier per Quote in irgendwelche Top-Jobs reinbringt, aber die wirklichen Probleme, die Frauen haben, ja, die werden ja gar nicht angesprochen und das ist doch genau das große Problem. Die Feministen sollten hergehen und sagen, wie können wir denn Frauen, die wirklich Opfer von häuslicher Gewalt sind, dazu animieren, raus aus der Beziehung zu kommen, dass sie in Frauenhäuser kommen, dass sie Anzeige erstatten, wenn sie eingeschüchtert sind, weißt, oder vergewaltigt wurden, dass da der Gang zur Polizei ermöglicht wird und ihnen Mut gemacht wird. Ja, weil die wirklich vergewaltigt werden, die trauen sich ja oft gar nicht in die Kamera, so wie die Amber Heard, die dann darstellt und sich das große Opfer, guckt mich alle an. Das ist doch das große Problem an der Stelle. Oder die Frauen, die, keine Ahnung, vielleicht auch jetzt nach Afrika gezwungen werden zur Beschneidung. Ja? Oder Frauen, die irgendwo in Häuser gehalten werden, vielleicht auch gar nicht der Zugang zur Bildung oder sowas ermöglicht wird in irgendwelche Parallelgesellschaften. Hier haben wir massiv große Probleme und die werden einfach verschwiegen, weil hier so Idioten dastehen und sich als große, weißt du, MeToo-Bewegung, die eine wird vergewaltigt, sagt nichts, aber wird dann in der gleichen Satz wie eine, die, mein Chef hat mir eine Sekunde zu lange in Ausschnitt geguckt. Und das ist einfach Verhöhnung der wirklichen Opfer. Ja, das ist der eigentliche Faustschlag hier in die wahren Vergewaltigungsopfer da. Ja. Weil das wird ja hier nur benutzt, um Aufmerksamkeit hier zu generieren. Richtig. Das ist das Asoziale ganz einfach daran. Und wo waren da die ganzen Feministinnen? Das war erst. Da hat sich wieder mal das Gesicht von diesem Feminismus in seiner hässlichen Fratze gezeigt. Während da drüben unsere Jungs in Afghanistan, die jahrelang zur Sicherheit da waren, diesen Leuten eine friedliche Zeit versprochen haben, ihren Arsch aufgerissen haben da drüben. Während diese Jungs abgezogen worden sind, man diese Menschen, diese Frauen da drüben, die für Frauenrechte und für Bildung für Mädchen da 20 Jahre lang was aufgebaut haben, man hat die einfach im Stich gelassen. Klar. Man hat diese Menschen einfach im Stich gehabt. Diesem 17-jährigen Mädel da, diese Sportstudentin da, der haben sie verdammt nochmal den Kopf abgeschnitten. Ja. Wo waren da die Feministinnen? Wo waren diese Plakate? Hey, bringt unsere Jungs nach Afghanistan, hilft diesen Menschen. Oder schafft sie wenigstens ein Flugzeug und bringt die her. Ja, es sind schon Leute von Afghanistan hergekommen. Ja, es waren aber keine unschuldigen Frauen, nicht. Das ist es. Aber nein. Stimmt. Die Feministinnen waren ja zu diesem Zeitpunkt dabei, das Gender-Sternchen durchzubringen. Ja, okay, das ist schon wichtig. Das ist schon sehr wichtig, das Gender-Sternchen. Das ist die hässlichste Kratze, die der Feminist sein konnte. Die Mädchen da drüben verhecken lassen, aber hier für ein Gender-Sternchen mit Plakaten ans Kanzleramt. Boah, sind das Missgeburten, ehrlich wahr. Unfassbar. Entschuldige hier für den Ausdruck. Ja, wir piepsen das weg. Wir gendern das weg. Ja, was willst du da noch sagen, Marcel? Ich glaube, das Thema, das haben wir zu Genüge durchgekaut. Und ich würde sagen, dieses Mal wieder 100% Übereinstimmung, Metin. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann verabschieden wir uns mal euch und wir hängen euch hier zum Ende. Marcel, ich natürlich auch für was dran, eher bei sich, ich bei mir, was wir ein bisschen das Thema auf. Dafür bedanken uns hier freundlich bei euch fürs Zusehen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ja, und bevor wir es vergessen, liebe ZuschauerInnen, teilen, liken, abonnieren, kommentieren. Nicht vergessen, damit wir hier weiterhin Druck machen können aus dem Patriarchat raus. Wir wünschen euch was. Bis dann. Alles gut. Ihr müsst auch den hier machen. Ciao.